Weit vor den Toren von Sangerhausen befindet sich das städtische Tierheim. Hier gab es am 20. Februar 2020, dem magischen Datum, Grund zur Freude, nachdem Katrin Reimann, Geschäftsfrau aus Grillenberg, mit einer Futterspende im Wert von 111 Euro überraschte. Frau Reimann, Sie haben gerade eine Spende hier fürs Tierheim abgegeben. Ja. Wie sind Sie denn zum Tierheim gekommen? Ich hatte vor einigen Jahren einen Hund geholt aus dem Tierheim, das war ein Boxer, das war Johnny. Der wurde ausgesetzt und ich habe ihn dann abgeholt und der hat uns viel Freude gemacht. Also ist er nicht mehr da? Nein, den musste ich vorher einschläfern lassen, habe mittlerweile wieder einen neuen Hund. Schön. Trotzdem haben Sie das Tierheim nicht vergessen und eine Sammlung gemacht in Ihrem Salon, sage ich mal. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich hatte ein besonderes Event, 20 Jahre besteht mein Kosmetikstudio in Grillenberg und da habe ich eine Veranstaltung gemacht mit meinen Kunden und für interessierte Kunden, die vielleicht sich erkundigen wollen über Permanent-Make-up, Faltenunterspritzung, Anti-Aging und da haben wir eine Spendenaktion durchgeführt und der Erlös sollte dem Tierheim Sangerhausen zugutekommen. Futterspenden sind immer sehr willkommen, sagte Caroline Heinz, Leiterin des Tierheimes Sangerhausen, glücklich. Und führte Frau Reimann noch durch die Räumlichkeiten, so zum Beispiel auch ins Katzenhaus, wo sich jedoch die meisten der Samtpfoten in den Außenbereich zurückgezogen hatten. Bis auf zwei, Peterchen und Opi, ein älterer Kater mit einer besonderen Geschichte. Ja, also der Opi ist zu uns gekommen als Streunerkatze. Den haben wir auf der Straße aufgesammelt, in einem ganz schlechten Gesundheitszustand, abgemagert. Er hat kaum Fell gehabt, hatte Parasiten. Und ja, den haben wir hier aufgepäppelt und jetzt hat er sich so schön gemacht, dass er eigentlich bereit ist, wieder eine neue Familie umzuziehen. Mhm. Gibt es da Interesse so von Leuten? Ja, allerdings ist er ein bisschen speziell. Der mag das nicht unbedingt, immer gestreichelt zu werden und nur wann er will und nur wo er will. Und da ist es relativ schwer, den passenden Menschen auch zu finden. Ne? Früher oder später findet sich eigentlich für jedes Tier hier ein neues Zuhause. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es schneller. Ja. Sind Sie dann auch ein bisschen traurig, wenn so eine Katze, die lange bei Ihnen war, dann weggeht? Ja, also man hat immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Klar, wenn die Tiere länger hier sind, baut man eine Bindung auf, man gewöhnt sich an die Tiere und man freut sich natürlich auch riesig, wenn die ein neues Zuhause finden. Und umso mehr freuen wir uns, wenn es vom neuen Zuhause mal ein Feedback gibt, wenn Bilder geschickt werden, na, wenn sich die Leute einfach mal melden und zeigen, wie schön die Tiere sich eingelebt haben. Diesbezüglich kann das Tierheim Sangerhausen eine sehr positive Bilanz ziehen, wie zahlreiche Fotos beweisen.